Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 45. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich darf Sie begrüßen, insbesondere unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer, sowie die Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Dem Kollegen Franz Kerker von der AfD-Fraktion darf ich zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Als Geschäftliches habe ich mitzuteilen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke sowie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Berlin Klimahauptstadt. Antrag der Fraktion der CDU zum Thema Berlin wächst dem Senat über den Kopf, teure Mieten, miese Bildung. Herr Müller, wann entlassen Sie die Mieten, Nieten und Bildungsbankrotteure? Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Nie wieder Sozialismus in Berlin, Stopp des Mietendeckels. Und Antrag der Fraktion der FDP zum Thema Enteignung durch die Hintertür, Mietendeckel stoppen. Eine einvernehmliche Verständigung der Fraktion über das Thema der Aktuellen Stunde ist nicht erfolgt. Ich lasse daher abstimmen, und zwar über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer wie die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für die Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema Berlin Klimahauptstadt ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, Gegenstimmen. Das sind die Oppositionsfraktionen sowie 2 fraktionslose Mitglieder des Hauses. Enthaltung sehe ich keine. Ersteres war die Mehrheit. Damit werde ich dieses Thema für die Aktuelle Stunde oder dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen, und zwar in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 31, Antrag der FDP-Fraktion auf Drucksache 19/1849, Maßnahmen zur Klimaanpassung ausweiten und verstärken. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. So, dann verweise ich auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge als Tagesordnungspunkten 5, 6, 21 bis 23 sowie 41 A, B und C in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch zur Dringlichkeitsliste höre ich nicht. Damit ist die Tagesordnung einvernehmlich so beschlossen. Ich darf Sie auf die Ihnen vorliegende Konsensliste hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit so angenommen. Entschuldigungen von Senatsmitgliedern liegen nicht vor. Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde, zum Thema Berlin Klimahauptstadt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktion der FDP. Drucksache 19/1849, Maßnahmen zur Klimaanpassung ausweiten und verstärken. Für die gemeinsame Beratung stehen den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktionen beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Herr Kollege Kössler, Sie haben das Wort. Bitte schön. Guten Morgen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste auf den Rängen. Die Klimakrise, die ist da, aber wir schütten noch Öl ins Feuer. Sie wissen es, im Amazonas lodern über 70.000 Feuer und dezimieren die grüne Lunge des Planeten. Die sibirischen Permafrostböden tauen und bringen Methan und vergessene Krankheiten mit sich. Und das Eis im Norden schmilzt so schnell, dass sich Donald Trump zukünftig Golfplätze auf Grönland sichern will. Das alles ist schlimm anzusehen. Es sind aber auch jene berüchtigten Kipppunkte, welche unser Klimasystem aus dem Gleichgewicht bringen und Kettenreaktionen in Gang setzen. Die Klimakrise ist dann endgültig unumkehrbar. Zahlreiche Regionen der Erde werden nicht mehr bewohnbar sein. Sie werden zu heiß sein, zu trocken oder einfach überflutet. Es gilt, was Greta Thunberg so eindrucksvoll gesagt hat: Our house is on fire. Und falls einige jetzt nur an AC/DC denken, die Kids da draußen, die wissen, was abgeht. Das Versprechen der Alten, die Klimakrise noch irgendwie hinzubekommen, ist ungefähr so vertrauenswürdig wie das die Rente sicher ist. Und einige checken das wohl erst, wenn ihr SUV irgendwo durch Lichtenberg treibt.
Aber sehr geehrte Damen und Herren, der Klimanotstand ist bereits Realität und auch dieses Haus muss ihn jetzt anerkennen. Liebe Kolleginnen, allein in der ersten Hälfte des Jahres 2019 führten Naturkatastrophen weltweit zu Schäden in Höhe von 42 Milliarden Dollar. Und in Deutschland waren es letztes Jahr nur durch Stürme, Hagel und Starkregen 2,7 Milliarden Dollar Versicherungsschäden. Aber auch hier in Berlin wirkt der Klimawandel schrecklich. Das klingt erstmal nett, der Juli war der heißeste Monat. Wir waren das heißeste Bundesland in der ganzen Republik, das klingt gut. Wir waren aber auch das Trockenste. Und die Zahl der Hitzetoten, die steigt auch in Berlin, weil gerade schwache, ältere, schwangere Babys leiden besonders unter der Klimakrise. Ich sage da mal, willkommen im neuen Normal. Und dennoch scheinen es einige immer noch nicht verstanden zu haben. Einige haben es noch nicht verstanden, dies ist die größte gesellschaftliche Veränderung seit der industriellen Revolution, die wir gestalten müssen. Eine Zahl, 4 Grad. 4 Grad kälter war es in der letzten Eiszeit durchschnittlich auf der Erde. Bereits heute gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ja nichts gegen intelligente Zwischenrufe, aber es wäre nett, wenn es mal ein bisschen ruhiger werden würde. Ich wiederhole das nochmal, weil Mathe ja bei manchen anscheinend in der Schule nicht die Stärke war. 4 Grad kälter war es in der letzten Eiszeit. Jetzt sind wir gegenüber dem vorindustriellen Niveau schon 1,2 Grad wärmer. Nach derzeitigen Prognosen werden mindestens 2 Grad hinzukommen. Die Uhr hat 12 geschlagen. Radikaler Klimaschutz beginnt nie zu früh, er beginnt immer zu spät und er muss heute hier beginnen. Liebe Kolleginnen und vor allem liebe Gäste, immer mehr Menschen sind sich genau dessen bewusst und werden aktiv. Die Klimabewegung, aus der ich ja auch komme, hat immer mehr Zulauf. Tausende engagieren sich bei Ende Gelände, Extinction Rebellion oder eben den Fridays for Future. Berliner Bezirke schließen sich reihenweise an und rufen den Klimanotstand aus. Über 43.000 Unterschriften richten sich aktuell genau an uns hier, das Berliner Abgeordnetenhaus, dies auch zu tun. Egal ob Kommunalparlament oder Straße, ich sage danke. Danke Ihnen und euch allen für den Kampf für ambitionierten Klimaschutz. Herr Kollege Köster, ich darf Sie fragen, ob Sie Zwischenfragen zulassen. Einmal vom Abgeordneten Buchholz der AfD und von Herrn Woldal von der AfD. Ja, das Tolle ist, ich rede ja das erste Mal ganz als erstes im Plenum und alle dürfen noch nach mir reden. Von daher, nein, bitte keine Zwischenfragen. Ich nehme denn das jetzt als ein grundsätzliches Nein genau. Für Zwischenrufe zur Kenntnis. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich bin dankbar für das Aufbegehren der jungen Generation über diesen Tritt in unseren parlamentarischen Hintern. Obwohl man ja sagen muss, in Berlin ist der schon irgendwie ganz schön in Schwung gekommen. Mit Regine Günther haben wir eine ehemalige Leiterin einer Klima-NGO zur zuständigen Klimasenatorin gemacht, die sich mit der Autolobby anlegt, die sich mit der Energiewirtschaft anlegt, die sich mit dem Baufilz anlegt. Und dank ihr und dank unserer rot-rot-grünen Koalition sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Wir haben das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 als integriertes Konzept beschlossen. Jetzt müssen Köster, kleinen Moment mal. Sie wissen genau, dass politische Demonstrationen in dieser Art hier zu unterlassen sind. Ich fordere Sie auf, das Schild runterzunehmen. Das tun Sie nicht, Herr Kollege. Sie erhalten jetzt hiermit einen Ordnungsruf. Oh. Anscheinend können einige in diesem Haus nicht mal 10 Minuten am Stück stillsitzen und über Klimaschutz hören, ohne schon Pickel zu bekommen. Diese pubertäre Verhalten steht genau im Gegensatz zu dem, was jetzt nötig ist. Aber wir machen weiter. Wir haben das BEK beschlossen. Wir haben mit dem Mobilitätsgesetz eine rechtliche Grundlage für die Verkehrswende gelegt. Und um uns jetzt mit Leben zu füllen, müssen wir aber auch den Mut haben, aus diesen piefigen kleinen Kämpfen um jeden Parkplatz endlich herauszukommen. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Wir stehen kurz vor der Veröffentlichung des Masterplans Solar City von Energiesenatorin Ramona Popp. Wir stellen Berlin auf eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung um. Wir bauen mehr Trinkwasserbrunnen. Wir starten eine Gründachoffensive. Wir haben eine ökologische Verwaltungsvorschrift erlassen. Stadtwerk, Regenagentur, alle nehmen jetzt die Arbeit auf und kommen langsam richtig in Schwung. Wir sehen die Agrarwende nicht als irgendwas, was außerhalb von Berlin und Brandenburg passiert. Wir wollen das hier mit der Ernährungsstrategie des Landes auch angehen. Wir wollen,
Wir füllen das Leitbild Zero Waste mit Leben. Wir wollen Ressourcen sparen. 3 Jahre Grün in der Regierung, 3 Jahre Rot-Rot-Grün. Die Stadt ist auf der richtigen Spur. Die Weichen sind gestellt. Lassen Sie jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar für unsere Koalitionspartner, dass sie diesen Weg mit uns gehen wollen, eigene Ideen einbringen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag bereits auf wichtige Punkte geeinigt. Wir haben gesagt, wir wollen das Berliner Energiewendegesetz noch anpassen, die Klimaziele an Paris anpassen. Wir arbeiten aktuell an einem erneuerbare Wärmegesetz, mit dem wir die Wärme, die wir nicht durch Sanierung einsparen können oder wollen, zumindest sauber erzeugen. Wir setzen vermehrt auf ökologische Baustoffe. Die in wenigen Monaten errichtete Holzbauschule in Mahlsdorf zeigt doch, Schulbau geht auch und schnell. Na, lassen Sie uns doch mutig sein, lassen Sie uns doch alle Schulen so bauen. Und die neuen Stadtquartiere, die werden jetzt wirklich alle mit moderner Regenwasserbewirtschaftung geplant. Das ist super. Lassen Sie uns noch mutiger sein und sie alle gleich als Null-Emissionsquartiere bauen. Klimaschutz ist die Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Und wir müssen deshalb mehr Klimaschutz wagen. Meine Damen und Herren, mit dem BEK haben wir einen Fahrplan. Damit wir nicht wie beim M41er im Stau stehen, brauchen wir jetzt aber auch eine Klimabusspur. Wir brauchen quasi Vorfahrt für Klimaschutz. Und meine Fraktion hat dafür in der Sommerpause einige Vorschläge gemacht. Wir brauchen ein Klimacontrolling bzw. ein Klimavorbehalt, wie ihn viele Kommunen schon eingeführt haben. Wir brauchen ein Klimabudget, damit wir nicht nur ferne Ziele haben, die wir vielleicht erreichen, sondern wirklich uns jährlich überprüfen, uns selber ehrlich machen, ob wir noch on track sind. Wir brauchen eine neue Stadtgrünoffensive. Wir brauchen klare Regeln für den Klimaschutz, der sich immer volkswirtschaftlich, aber eben nicht immer betriebswirtschaftlich lohnt. Deshalb brauchen wir zum Beispiel eine Solarpflicht für alle Dächer bei Neubauten. Und wir brauchen mehr Ehrlichkeit. Wir müssen ehrlich sein mit den Berlinerinnen und Berlinern. Entweder geht die Klimakrise katastrophal weiter oder wir steuern radikal um. Unser grüner Vorschlag ist, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren in der Innenstadt. Genau das müssen wir jetzt debattieren. Jetzt würden wir schon die richtigen Signale setzen Richtung Verbraucherinnen, Richtung Wirtschaft. Jetzt hätten wir aber noch genug Zeit, das sozialverträglich zu gestalten. Und genau das wollen wir jetzt mit Ihnen und innerhalb der Koalition debattieren. Debatten nicht aufschieben, sondern jetzt führen, wo sie nötig sind. Das ist unser Anspruch an Politik. Liebe Kolleginnen, machen wir uns jetzt mal nichts vor. Bei der anstehenden großen Transformation wird es jede Menge Zielkonflikte geben. Und es ist unsere Aufgabe, wir als Politikerinnen und Politiker, diese Zielkonflikte zu lösen. Und wenn das nicht perfekt geht, dann müssen wir aber gefälligst auch die Eier haben und sagen, wir treffen die für uns richtigen Entscheidungen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich verrate Ihnen noch was. Klimapolitik alleine wird nicht die Probleme der sozialen Ungleichheit auflösen. Sie kann aber dazu beitragen. Ein Beispiel. Wir brauchen einen Mietendeckel, sonst fliegt uns diese Stadt um die Ohren. Wir brauchen aber auch die energetische Sanierungsrate, die höher sein muss, sonst fliegt uns der Planet um die Ohren. Lasst uns das als Chance begreifen. Bei der energetischen Sanierung wird viel zu viel Schindluder getrieben. Jetzt ist Zeit, Tabula Rasa, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und nur noch solche Maßnahmen dürfen umgelegt werden, die wirklich Energie sparen. Das sind die Debatten, die wir jetzt führen müssen. Den Mut müssen wir haben. Und zu guter Letzt, sehr geehrter Herr Bürgermeister, als 2019 der Amazonas brannte, die Pole noch schneller schmolzen und als Greta Thunberg gerade mit dem Segelboot New York erreichte, welche Gesetzesvorlagen haben Sie da gerade beraten? Überlegen Sie, Sie alle, wie wollen Sie in Erinnerung bleiben? Haben wir die Weltrettung hier im Parlament zwar versprochen und sind am Ende nicht über die Förderung des Lichtausmachens hinausgekommen? Liebe Kollegen, ich bitte wieder ein bisschen mehr Ruhe. Durchschneiden roter Bänder, alles schön und gut, nichts davon wird Sie alle in die Geschichtsbücher bringen. Dafür brauchen wir Gestaltungswillen, dafür brauchen wir mehr Kreativität und dafür brauchen wir vor allem den Mut, wieder etwas Großes zu schaffen. Ich bin gespannt, was meine nachfolgenden RednerInnen dazu beizutragen haben. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Freimark das Wort. Der Kollege weist darauf hin, dass er keine Zwischenfragen zulassen wird. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kössler, im Persönlichen schätze ich Sie
aber ich sage auch in aller Klarheit, so zu tun, als wenn Sie seit 2,5 Jahren hier nicht die Verantwortung tragen, finde ich inakzeptabel und muss kritisiert werden. Und auch ein Satz in Richtung der AfD. Herr Scholtisek, Sie versuchen ja im Umweltausschuss ab und zu auch was Sinnvolles beizutragen. Aber dann geben Sie doch heute die 10 Minuten Redezeit ab, wenn Sie kein Interesse haben, dieser Debatte sachlich zu folgen. Das ist nicht akzeptabel. Wir haben eine Stadtgesellschaft, die sensibilisiert ist, ohne Frage. Und wir sind in Bewegungen, in bewegten Zeiten. Und mit Fridays for Future ist vieles in der Stadt entwickelt und in Emotionen hier auch übersetzt. Schauen wir uns mal die konkreten Themen an. Was hat die Koalition auf den Weg gebracht? Wir haben ein paar mehr öffentliche WCs, wir haben Trinkbrunnen, das haben wir als CDU-Fraktion konkret mit unterstützt. Und 40% der Berliner Flächen sind für Umwelt und Bewegung nutzbar. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, aber Klimahauptstadt sind wir bei weitem nicht. Und wenn wir dann mal in die konkrete Bilanz auch schauen dieser Regierungszeit. In Ihrem Koalitionsvertrag steht, Sie wollen 440.000 Bäume erhalten und weiter ausbauen. Konkret haben wir noch 431.000 Bäume. Es gab noch nie eine Koalition, insbesondere nicht bei Rot-Rot-Grün, die mehr Bäume abgeholzt hat, als neue in der Stadt zu pflanzen. Das ist Ihre Politik, mit der Sie glauben, moderne Stadtpolitik zu machen. Ich finde das bemerkenswert, gerade im Kontext dessen, was wir gerade gehört haben. Wir reden über Wasser in der Stadt. Wir als CDU-Fraktion unterstützen ganz konkret das Baden in der Spree. Wir wollen wirksamen Gewässerschutz auch in den Außenbezirken. Ja, in den Außenbezirken, liebe Koalition. Und wir wollen, dass Sie Ihre Vereinbarung einhalten. Sie haben den Berlinerinnen und Berlinern versprochen, weniger Wasser ins Mischwassersystem einzuleiten in die Kanalisation. Das ist Ihnen aber nicht gelungen. Sie haben 1% abkoppeln wollen. Abgekoppelt haben Sie 0%, meine Damen, meine Herren. Sie haben nichts auf die Kette bekommen, wo Sie die Verantwortung tragen. Das ist nicht akzeptabel. Das muss man Ihnen so klar ins Lehrbuch schreiben. Und beim Thema Grundwasser. Da unterscheidet sich die Position der CDU-Fraktion erheblich von allen anderen in diesem Haus. Ich finde, wir dürfen die Menschen mit ihren Bedürfnissen, ihren Sorgen und ihren Ängsten in den betroffenen Regionen nicht alleine lassen. Grundwasser ist für uns alle ein Thema und im Urstromtal Berlins die Sanierung nicht voranzutreiben, nicht die Möglichkeiten zu suchen, hier individuell zu unterstützen, das finden wir traurig und wir sprechen uns ganz klar dafür aus, für ein modernes, ein klares, ein zielgerichtetes Grundwassermanagement mit der CDU-Fraktion. Herr Kössler, Sie haben gerade über energetische Sanierung gesprochen, über Modernisierung. Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich wundere mich nur, mit welch einem Selbstbewusstsein Sie in der Frage unterwegs sind. Schauen wir uns doch mal an, was in öffentlichen Gebäuden passiert. Da gibt es die Idee der Dachbegrünung. Da gibt es die Idee, mit Solardächern zu arbeiten. Es gibt die Idee der Fassadenbegrünung und natürlich in Summe der energetischen Sanierung. Wo findet die denn statt? Ich habe mir mal angeschaut, was im Bereich Polizei, Feuerwehr geplant ist. Herr Geisel wird es besser wissen. Gar nichts. Sie haben keinen konkreten Plan, Sie haben keine konkrete Idee und offensichtlich nehmen Sie das Geld, was vorhanden ist, nicht in die Hand, um wirksamen Klimaschutz zu betreiben. Das lehnen wir ab. Handeln Sie endlich und übernehmen Sie Verantwortung, nicht nur hier am Mikrofon, sondern auch in Tat. Sie haben 2,5 Jahre Zeit gehabt, es bleiben möglicherweise noch 2,5 Jahre, wenn es gut für Sie läuft. Wenn es gut für die Stadt läuft, müsste es weniger sein, damit wir diese Verantwortung tragen können, meine Damen, meine Herren. Und ich verstehe auch die Emotionen, die damit verbunden sind. Reden wir mal über das Thema Mobilität. Sie machen eine Politik für die Innenstadt. Ja, wir sind die Partei der Mitte. Wir haben aber Politik der Mitte nie damit verstanden, dass wir nur 1 oder 2 Bezirke im Blick haben. Wir wollen den Ausgleich der Mobilitätsträger. Was soll ich denn den Leuten in den Außenbezirken sagen, wenn ich den ÖPNV nicht ausbaue? Wenn es dort keinen Berlkönig gibt, kein Carsharing gibt, kein Bikesharing gibt, dann wollen Sie denen sagen, aber sie müssen sich ökologischer verhalten. Das ist doch Schmarrn, das funktioniert doch nicht, meine Damen, meine Herren. Da müssen Sie sich doch mal an den eigenen Kopf fassen und sagen, wenn wir diesen Anspruch in der Stadtgesellschaft verankern wollen, dann müssen wir auch liefern. Und wir unterstützen Sie ja dabei. Ja, weiten Sie es aus, nehmen Sie mehr Geld dafür in die Hand. Wir werden das mit Ihnen gemeinsam gerne befördern. Meine Damen, meine Herren, wir reden auch über konkretes Umweltengagement, zum Beispiel bei der Stiftung Naturschutz. Ich erinnere mich gut an die SPD, Herr Buchholz kann es gleich näher ausführen. Die wollten mal den Stiftungspreis, den Naturschutzpreis, nur noch alle 2 Jahre verleihen. Würde reichen. Meine Damen, meine Herren, das fängt im Kleinen an.
Der Paradigmenwechsel, Sie sprechen ja dann sogar von so ganz radikalen Lösungen. Das ist eine Begrifflichkeit, die wir ablehnen. Radikal ist nie gut und kann nicht gut sein. Aber Sensibilisierung, Anreize schaffen, Verantwortung übernehmen, das geht über Umweltbildung. Stärken Sie endlich die Stiftung Naturschutz deutlich mehr. Lassen Sie uns den langen Tag der Stadtnatur noch deutlicher zum Leben bringen. Lassen Sie uns Projekte wie Nemo weiter erhalten und ausbauen. Das ist wirksame Umweltpolitik in dieser Stadt. Nicht das, was Sie hier vorgeben, meine Damen, meine Herren. Wir sprechen in dieser Stadt auch über Zero Waste. Das ist übrigens etwas, wo wir Sie unterstützen. Wir finden es gut, wenn es uns gelingt, Müll besser zu trennen und wenn es uns gelingt, auch Müll besser zu verwerten. Gar keine Frage. Aber im Bereich Zero Waste haben Sie gerade beim aktuellen Haushalt zwar versucht, so 2, 3 Projekte auf den Weg zu bringen, aber Sie haben die Summen, die Gelder dafür wieder zurückgefahren. Das finden wir etwas merkwürdig. Und wenn wir über die Rolle der BSR reden, dann müssen wir auch mal über Ihre Arbeit und Ihre Arbeit im Kontext der BSR reden. Wir wollen saubere Parks. Wir werben gegen die Verwahrlosung dieser Stadt. Und wir wollen, dass die BSR mehr für Reinigung übernimmt. Und dann sagt die BSR, wir sind dazu bereit. Der Personalrat sagt, wir wollen da mitmachen. Wir sind motiviert. Wir sind ein Unternehmen mit fast 6.000 Mitarbeitern, was Wertschätzung verdient hat. Und dann sagen sie, ja, dann können wir aber die Parkpflege in den Bezirken gleich mal ein bisschen kürzen, weil um Sauberkeit geht es uns dann vielleicht doch nicht. Nein, meine Damen und Herren, Aufenthaltsqualität, Umweltnähe ist ein gutes Recht eines jeden Bürgerinnen und Bürger in Berlin und das müssen wir mehr unterstützen und da sind Sie auch gefordert. Und erlauben Sie mir nochmal, Ihren Koalitionsvertrag mir vorzunehmen. Sie haben davon gesprochen beim Thema Altglas, Sie wollen, dass in den Bezirken Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick das Hohlprinzip wieder zurückbringen. Und Sie möchten, dass das Hohlprinzip in den anderen Bezirken erhalten bleibt. Was haben Sie gemacht? Sie haben einen Kompromiss gefunden. Möglicherweise war es der einzige Weg aus Ihrer Sicht. Sie haben aber vorher im Koalitionsvertrag den Leuten erklärt, Sie wollen das Hohlprinzip behalten, haben es jetzt abgeschafft. Na, was ist denn das für eine Politik? Die Recyclingquoten im Glas werden sinken. Dank Ihnen. Aber das ist doch keine gute Politik, meine Damen und Herren. Da hätten Sie Ihre Hausaufgaben besser machen müssen. Das sei Ihnen auch klar gesagt. Ich will zum Abschluss Ihnen mit auf den Weg geben. Wenn Sie die BSR als Partner ernst nehmen, dann würde ich mir gut überlegen, ob man sich von der BSR verklagen lassen muss, weil sie offensichtlich nicht bereit waren, einen guten Deal zu finden. In Ruhleben werden 520.000 Tonnen verbrannt, energetisch verwertet. Die BSR wünscht sich 580.000 Tonnen, denn das ist der tatsächliche Abfall, der in der Stadt anfällt. Aber Sie haben entschieden, bei 520.000 zu bleiben und den Abfall lieber in andere Bundesländer bringen zu lassen, was natürlich längere Wege beinhaltet und unsere eigenen Ressourcen gar nicht vollumfänglich ausschöpft. Die BSR sagt fachlich, das wollen wir so nicht und Sie müssen sich von der BSR verklagen lassen, von einem landeseigenen Unternehmen. Also glauben wir doch nicht, dass Sie die Umweltpolitik, die Klimapolitik dieser Stadt in festen Händen haben. Ich sehe ganz das Gegenteil und das macht mir übrigens auch große Sorge. Das macht uns auch große Sorge als Opposition. Da wünschen wir uns mehr, da müssen wir auch mehr machen. Also lassen Sie uns die finanziellen guten Ressourcen, die die CDU-Fraktion mit auf den Weg gebracht hat in der letzten Wahlperiode. Wir haben über 5 Milliarden Euro Schulden eingespart. Dieses Geld, auch aus den geringeren Zinsen, können Sie jetzt für wirksame Umwelt- und Klimapolitik einsetzen. Sie haben ein paar gute Ansätze. Aber Ansätze reichen, finde ich, bei der Bilanz zur Halbzeit nicht aus. Deswegen, wir stehen zur Verfügung, Sie noch mehr dabei zu unterstützen, auch an der einen oder anderen Stelle zu treiben. Wir sehen individuell durchaus Engagement und Leidenschaft. Das alles wird nicht reichen. Wir werden uns weiter einbringen, kritisch und konstruktiv. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Daniel Buchholzer das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre es eigentlich eine Meldung wert, dass eine 16-Jährige den Atlantik überquert hat, um von Europa nach Amerika zu kommen? Normalerweise überhaupt nicht. Wir wüssten nicht, wer sie ist. Wenn es vor 100, vor 200 Jahren gewesen wäre, hätte es niemand interessiert. Da ist man nur mit dem Schiff gefahren. Heute haben wir andere Verkehrsmittel. Und trotzdem ist das heute eine Meldung, meine Damen und Herren, die viele in der Welt bewegt. Und Sie können gerne, und ich ahne es schon von der AfD, von einem Medienhype sprechen. Und ja, Sie haben recht.
Ja, ach, jetzt kommen Sie mit wahrscheinlich noch billiger Propaganda. Was stand auf Ihrem Plakat, Herr Scholtisek? Peinlich, peinlich, wir werden hier die großen Umwelt... Da stand nicht drauf, was steht denn drauf? Wissen Sie es überhaupt noch? Na gut. Ich sehe schon, Sie kennen Ihre eigenen Plakate nicht, traurig genug. Deswegen mache ich, glaube ich, lieber mal hier weiter. Meine Damen, meine Herren, wenn so eine Schiffsüberfahrt normalerweise niemanden interessiert, und hier ist es eine junge Frau aus Schweden, die wir alle vor einem Jahr nicht kannten und an der sich heute viele orientieren und sagen, es ist ein Hoffnungsschimmer. Bei allem, was an Medienhype um diese eine zierliche Frau passiert, glaube ich, ist es ein Signal, dass diese Welt und immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen, begriffen hat, wir können und dürfen so nicht weitermachen. Es gibt eine echte Klimakrise und wir hier in Berlin, wir in Deutschland und auf der ganzen Welt, wir müssen handeln, wir dürfen es nicht wegreden, dass es eine Klimakrise gibt, meine Damen, meine Herren. Ja, es brennt der Regenwald. Es brennen schon Teile der Arktis, meine Damen, meine Herren. Wo man sich fragt, wie kann das überhaupt sein? Ja, es geht tatsächlich. Und wir erleben an vielen Dingen ganz konkret hier bei uns in Berlin, in Deutschland, dieses Klima, das wir alle erleben, verändert sich. Wir haben hier Hitzerekorde, Jahr für Jahr neue. Wir haben Extremwetterereignisse, wo es entweder viel zu heiß ist oder viel zu nass ist oder eben ganz viel kaputt geht durch diese Extremwetterereignisse. Wollen Sie die alle komplett leugnen auf der rechten Seite? Und auch Kollege Freimark, was Sie hier für die CDU-Fraktion gerade vorgetragen haben, war ja auch ein kleines Armutszeugnis. Sie haben alles aus der Umweltpolitik der letzten 20 Jahre mal aufgekehrt. Aber zum Thema, was müssen wir konkret ändern in der Klima- und Umweltpolitik dieses Landes, habe ich leider sehr, sehr wenig gehört. Es zeigt sich, meine Damen, meine Herren, wenn es eine Umfrage gibt, es gibt eine ganz aktuelle zum Umweltbewusstsein der Deutschen, 2018 jetzt gerade veröffentlicht, der Klimaschutz, der Umweltschutz ist in den Köpfen der Deutschen angekommen. Und zugleich sieht die Mehrheit der Deutschen auch Defizite beim Handeln, nicht bloß bei Ihnen, bei der AfD, auch bei uns. Ja, auch ich sehe die teilweise, sage ich ganz ehrlich. Aber dieser Befund ist ein Auftrag für uns alle, jetzt zu handeln. Wir müssen die Rahmenbedingungen setzen, das heißt, echten Klimaschutz angehen und umsetzen, nicht nur darüber reden. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel einen sozial gerechten Preis für CO2-Emissionen, meine Damen und Herren. Den gibt es nicht, den gibt es im Bundestag nicht, weil er von der CDU verhindert wird. Na, wie geht denn sowas, Herr Freimark? Rufen Sie doch mal an bei der CDU-Bundeszentrale, anstatt hier so eine Rede zu schwingen. Wir brauchen ein echtes Klimaschutzgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Dieses Bundesland hat ein Klimaschutzgesetz. Und ich bin stolz darauf, bei allem, dass wir noch viel zu tun haben, ich bin stolz darauf, dass diese rot-rot-grüne Landesregierung viel auf den Weg gebracht hat, was in den Jahren davor nicht machbar war. Wo man auch in einer zum Beispiel rot-schwarzen Koalition gar nicht drüber reden durfte. Wie kann es denn sein, dass wir 100 Millionen Euro für ein Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm ausgeben, meine Damen, meine Herren? Das ist keine Proklamation. Dieses Geld hat Rot-Rot-Grün ganz konkret in den Landeshaushalt eingestellt, um hier konkret Umsetzung zu machen, um hier konkret lokale Initiativen zu unterstützen, vom wirklich Abfallmeiden vor Ort bis zur ganz großen Energiesparkampagne. Da könnten Sie sich mal einen Teil von abschneiden. Das ist konkrete rot-rote Politik für Klima- und Umweltschutz, meine Damen, meine Herren. Und ich sage Ihnen auch, wir müssen dazu kommen, dass wir bei uns in Berlin, in Brandenburg, schnell auch eine Energiewende hinbekommen. Und wie kann es denn sein, dass der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie immer noch behindert wird? Es gibt ja einen Deckel auf den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Viele wissen das gar nicht. Den gibt es aktuell in der Bundesrepublik Deutschland von der Union im Bundestag so durchgesetzt. Ich sage Ihnen ja zum Mietendeckel, da kann ich auf meinen Vorvorredner eingehen, aber nein zum Deckel für Sonne- und Windkraft. Das kann doch wohl nicht wahr sein im Jahre 2019. Und ja, Berlin tut schon sehr viel. Wir machen ernst beim Kohleausstieg. Dieses Bundesland ist vor 2 Jahren aus der Verbrennung von Braunkohle ausgestiegen, meine Damen, meine Herren. Wir sind dabei ganz aktiv. Ich bin in dem Begleitkreis Ausstieg, Kohleausstieg, Steinkohleausstieg, Verbrennung hier in Berlin. Da sind wir ganz aktiv dabei. Ich sage Ihnen, das werden wir vor dem Jahr 2030 hier in Berlin schaffen. Fragen Sie mal, welche anderen Bundesländer das hinbekommen. Ja, wir fahren eine Zero-Waste-Strategie. Weniger Abfall ist genau der richtige Weg. Wir müssen weniger Abfall produzieren, damit wir gar nicht es in die Notwendigkeit, mit ihm etwas anderes anzustellen, dass er irgendwo liegen bleibt, dass er auf die Straße kommt, dass er verbrannt werden muss. Und wir sagen Ihnen ja, und das nicht nur abstrakt, dass wir die Busse und Bahn, den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin massiv ausbauen wollen und auch müssen und dafür auch das Geld zur Verfügung stellen. Meine Damen, meine Herren, diese rot-rot-grüne Landesregierung
hat die Bestellung von 1.500 U-Bahn-Wagen in Auftrag gegeben. Zeigen Sie mir mal eine in der Vergangenheit, die das geschafft hat. Das ist jetzt ganz konkret, was hier passiert. Und wir wollen und müssen die Vorgaben des Berliner Mobilitätsgesetzes auch aktiv angehen. Das heißt Vorrang für Busse und Bahnen. Das heißt eben auch den Umbau von gefährlichen Kreuzungen, wo sich Radfahrende, wo sich Fußgänger nicht mehr durchtrauen. Das heißt auch mehr Radspuren zu bauen. Das ist der Zug der Zeit. Das sollten Sie vielleicht auch mal verstehen. Das heißt auch umzubauen und das heißt auch bei der Parkraumbewirtschaftung deutlich auszuweiten. Das gehört auch dazu. Wir haben bisher nicht alle Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Aber wir, im Gegensatz zu Ihnen, verleugnen wir nichts, sondern wir arbeiten sehr hart daran. Und die Vorbildrolle der öffentlichen Hand müssen wir ernst nehmen, meine Damen, meine Herren. Ich sage Ihnen jetzt mal ganz im Vertrauen. Ganz im Vertrauen. Ich finde es wirklich ein Stück weit peinlich, dass im Jahr 2019 noch Schulen gebaut werden, auf denen nicht immer und automatisch Solaranlagen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und das müssen wir und werden wir schnellstmöglich ändern. Das können Sie mir glauben. Das werden wir ganz schnell ändern. Herr Kollege Buchholz, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wallander von der AfD zulassen. Na bitte. Bitte? Ja. Ja. Bitte schön. Danke, Herr Buchholz. Zu der Parkraumbewirtschaftung. Sie wissen doch, was der ADAC dazu gesagt hat, insbesondere, dass der Parksuchverkehr dann massiv zunehmen wird, wenn hier die Parkräume derart bewirtschaftet werden und noch mehr Parkplätze vernichtet werden. Was halten Sie denn dazu aus klimapolitischer Sicht? Die Antwort ist ganz einfach, Herr Wallander, aus klimapolitischer Sicht. Wenn wir als Land Berlin, wo ich mich freue, dass wir wachsen, dass wir eine attraktive Stadt sind, nicht darauf setzen, dass die, die zusätzlich nach Berlin kommen, andere Verkehrsmittel als das Auto benutzen, dass wir nicht Busse und Bahn deutlich attraktiver machen, dann werden Sie und ich und wir alle im Verkehrschaos ersticken. Und zwar schlecht für unsere Gesundheit, schlecht für die Umwelt. Und wir ändern das, indem wir nämlich investieren in den Ausbau von Bussen und Bahnen. Ganz klare Antwort, das ist echte Klimapolitik. Und wir müssen auch ernst machen damit, dass wir tatsächlich die Grünflächen und die Bäume nicht bloß pflegen, sondern auch mehr pflanzen und mehr bauen und säen. Und dass wir die Grünflächenämter in den Bezirken auch mit dem neuen Landeshaushalt 2020-2021 stärken, Herr Freimark. Das sage ich Ihnen auch zu. Das ist eine Verantwortung für diese Stadt, die wir wahrnehmen müssen. Wir müssen nicht bloß neue Bäume pflanzen, sondern sie jetzt auch regelmäßig bewässern und dann sehr schnell pflegen. Sie verdorren schlichtweg in den Hitzesommern. Und es muss auch klar sein, meine Damen, meine Herren, für uns ist heute selbstverständlich, weil wir kalte Winter gewohnt waren, dass wir einen Winterdienst haben. Wir brauchen in Berlin einen Sommerdienst, der sich um die dörrenden Pflanzen, um die dörrenden Bäume kümmert und das ernst nimmt, dass es auch im Sommer etwas zu tun gibt für die Umwelt. Meine Damen, meine Herren, Klimaschutz ist auch eine ganz individuelle Aufgabe. Jede und jeder von uns trägt sein Stück an Verantwortung. Mir ist das persönlich sehr wichtig und ich hoffe, jede und jeder sieht das auch so. Es reicht nicht, dass wir etwas auf der staatlichen Ebene, auf der Landesebene tun. Wir müssen dafür werben, dass auch die Bundesregierung endlich andere Zeichen setzt, noch klarere. Wir werden wahrscheinlich alle und wir müssen ein Stück unsere Gewohnheiten ändern. Brauche ich wirklich jedes Jahr ein neues Handy mit dem Ressourcenverbrauch, das herzustellen, der Akku, der da wegkommt? Muss es wirklich sein, dass ich jeden Tag mir einen Kaffee kaufe, den ich mit einem Coffee-to-go-Becher kröne, den ich dann wegschmeiße? Ich tue das nicht ganz nebenbei. Ja? Es sind rhetorische Fragen, Herr Freimark. Das sollte man für Sie noch mal klarstellen. Wahrscheinlich war es Ihnen nicht klar. Ja. Und ich sage Ihnen auch, der kleine Beitrag, dass jede und jeder von uns Ökostrom bezieht. Ganz einfache Lösung. Jahrelang wurden wir behindert bei den Berliner Stadtwerken. Wir haben hier in Berlin ein 100% regionales Ökostromstadtwerk. Meine Damen, meine Herren, kündigen Sie heute Ihren Vertrag woanders, wenn Sie ihn woanders haben. Diese Windräder, diese Solaranlagen können Sie konkret in Berlin und in Brandenburg anfassen. Das ist gelebter Klimaschutz. Da kann jede und jeder gleich morgen mitmachen. Tun Sie es bitte auch. Und ich komme zum Abschluss. Wir haben am Dienstag in der SPD-Fraktion einen sehr weitreichenden Antrag zum Thema Flugverkehr beschlossen. Wir werben dafür, eine ökologisch faire Besteuerung beim Flugverkehr einzuführen. Das heißt, wir brauchen alle Effekte, die negativ sind für die Umwelt, was den CO2-Ausstoß angeht, die Nicht-CO2-Effekte, die gerade beim Flugverkehr in großen Höhen dazukommen, mit ehrlichen Preisen belegt werden. Und das heißt für uns, meine Damen, meine Herren, wir wollen als SPD einen klaren Anreiz schaffen, insbesondere für innerdeutsche Reisen nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen, sondern das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn zu benutzen, meine Damen, meine Herren. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Tabor von der AfD zulassen. Ja, gut. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Buchholz. Mir ist neulich was aufgefallen und das
läuft so ein bisschen widerspenstig gegen das, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel beim Coffee to go. In Ihren Fraktionsbüros, in der SPD, wenn der Getränkemann kommt, werden immer Wasserflaschen in Plastikflaschen, also Wasser in Plastikflaschen geliefert. Wie hängt denn das zusammen? Vielleicht sollte man erstmal bei sich anfangen, bevor man den Bürger hier in Berlin weiter drangsaliert. Also erstmal nehme ich zur Kenntnis, dass Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen für Sie immer heißt, Leute zu drangsalieren. Da kann ich nur sagen, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen Sie positiv, und darauf regen wir als SPD-Fraktion und auch als rot-rot-grüne Koalition Wert, den Leuten die Alternative wirklich attraktiv zu machen, schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, es ist einfacher und ist schnell und ist sicher und umweltfreundlich mit Bussen und Bahnen zu fahren. Es ist genauso viel besser, übrigens Wasser aus dem Hahn zu trinken, weil das viel ökologischer ist. Da bin ich bei Ihnen, und wir werden sicherlich noch mal schauen, wer da Plastikflasche hat. Mal die Frage, woraus trinken Sie denn? Woraus trinken Sie denn Ihr Wasser? Und was kaufen Sie? Kaufen Sie wenigstens Mehrwegflaschen oder Einwegflaschen, jeden Tag 10 Stück unterwegs? Also ich glaube, da müssten Sie dann selber erst mal schauen, wie weit Sie sind. Ich glaube nicht, dass sich irgendeine Fraktion hier im Haus da von der AfD-Fraktion etwas vormachen lassen muss. Das, so weit sind wir noch nicht. Ich war gerade bei der Vorstellung unserer Initiative zum Thema Flugverkehr, meine Damen, meine Herren, von der SPD-Fraktion. Wir wollen den CO2-armen Verkehr deutlich stärken in Deutschland. Und wie gesagt, für uns heißt das auch, wir müssen ein Ende der innerdeutschen Flüge anpeilen. Und das müssen wir sehr aktiv tun, indem wir die anderen umweltfreundlichen Verkehrsmittel voranbringen, indem endlich die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abgeschafft wird. Was ist das für eine Ungerechtigkeit, dass andere Verkehrsmittel keine Steuer zahlen? Bei der Bahn ist da der volle Steuersatz drauf. Das kann und das darf nicht sein. Wir brauchen einen massiven Infrastrukturausbau bei der Deutschen Bahn. Und wir brauchen auch eine signifikante Preissetzung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade auch im Fährverkehr, und den Ausbau des Deutschlandtaktes bei der Bahn. Meine Damen, meine Herren, ich will zum Schluss kommen. Ja, bezeichnend, dass CDU, AfD, Sie freuen sich, wenn jemand, der zu Umwelt- und Klimaschutz eine engagierte Rede hält, zum Schluss kommt. Vielleicht sind Ihnen zu viele Aufträge dabei, die Sie auch ganz persönlich betreffen. Ich will noch mal klar machen, neben allem, was wir hier im Großen besprechen, liebe Menschen draußen, nicht nur hier im Saal, es geht los mit der kleinen Mülltrennung, dass ich meinen Abfall trenne, dass ich nicht jeden Tag Coffee-to-go-Becher verbrauche, dass ich darauf achte, nicht meinen Elektroschrott in den normalen Müll zu schmeißen. Das sind die ganz kleinen Beiträge. Dass ich mich frage, muss ich 4-mal im Jahr für 29 Euro nach Malle und zurückfliegen? Das ist eindeutig klimaschädlich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich sage Ihnen, mir macht es großen Mut, dass viele junge Menschen nicht nur bei den Demonstrationen Fridays for Future sagen, es geht hier um unsere gemeinsame Zukunft. Es liegt in unserer Verantwortung, diese unglaublich große, auch globale Aufgabe des Klimaschutzes ernst zu nehmen. Ich glaube, wir können und wir müssen das tun. Es geht darum, diese eigentlich wunderschöne Erde für uns und auch für die kommenden Generationen zu sichern und zu bewahren, meine Damen und Herren. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Lassen Sie sie uns energisch anpacken. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat Herr Pastarski das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Berliner Senat betreibt mit seiner Klimahysterie eine Politik der Angst. Ja, es steht außer Frage, dass sich das Klima ändert, das wissen wir. Vor 10.000 Jahren war das schon so, und es wird auch in Zukunft so bleiben. Aber deswegen muss man nicht in Panik verfallen, zwanghaft die Schuld bei den Menschen suchen und sinnlosen Aktionismus in Form von irren Gegenmaßnahmen auf den Weg bringen. Da wir das sündhaft teure Flaggschiff der E-Mobilität, die Buslinie 300, Anfang August gestartet. Und schon 3 Stationen vor der Endstation Warschauer Straße muss es die Fahrt abbrechen. Denn dort sind die Bushaltestellen zugepollert, um Radfahrer zu schützen. Radfahrer, die sich die grüne Verkehrssenatorin herbeiwünscht, die es aber gar nicht in der ideologisch gewünschten Masse gibt. 14% weniger Radverkehr alleine im Jahre 2018, trotz andauernder Klimakriegsberichterstattung. Der Radfahrverkehr, so sieht es aus, hat seinen Zenit in Berlin schon überschritten.
während die zuständige Senatorin noch im Planungsstadium ist. Das ist die Realität in der Stadt, an der dieser Senat rücksichtslos vorbeiregiert. Getrieben von Autohassideologie und einer auf Klientelbefriedigung reduzierten Regierungspolitik. Diese reicht unter dem Deckmantel der Klimarettung, von der Profitgier der Ökoindustrie gestickten Klientelpolitik, ich erwähne nur die E-Rollerflut in Berlin, bis zum steuerzahlerfinanzierten BVG-Freifahrtschein für Schüler. Gleichzeitig, und das zeugt vom Realitätsverlust der Fans des PR-Sternchens Greta Thunberg, feiert der längst vom Senat totgesagte Flughafen Tegel neue Rekorde bei An- und Abflügen. Mehr Berliner denn je fliegen in den Urlaub, statt mit der kaputtgesparten Deutschen Bahn zu fahren. Und ich muss sagen, wer kann es Ihnen eigentlich verdenken? Eine Reisepraxis, die übrigens auch der Senat einschließlich der Staatssekretäre gerne mit Leben erfüllt. Unsere Landesregierung chattet lustig durch Deutschland, Europa und die Welt, wie sie mir selbst auf eine Anfrage hin bestätigt hat. Dafür gibt es dann, um klimaideologisch sauber zu bleiben, einen Ablasshandel, genannt Klimaabgabe. Auch danach habe ich in meiner Anfrage gefragt oder erkundigt. 341 Mal haben die Mitglieder der Landesregierung seit 2017 das Flugzeug genutzt. Für das gesamte Jahr 2018 ergibt sich daraus eine Klimaabgabe von genau 2.193 Euro. Doch diese lächerliche Summe wird nicht einmal von denen bezahlt, die das Flugzeug benutzt haben, sondern natürlich auf die Steuerzahler abgewälzt. Otto Normalverbraucher zahlt nicht nur die Flüge, sondern auch noch die CO2-Abgabe für Senatoren und Staatssekretäre. Warum sollte man da im Senat auf Flüge verzichten? Andererseits wird den Bürgern alles vermiest und verteuert, was bislang in der arbeitenden Bevölkerung zu einem ganz normalen bürgerlichen Leben gehört. Die Fahrt mit dem Auto zum Fußball, der Urlaub mit der Familie auf Mallorca, das Steak vom Grill, die Kreuzfahrt zur Silberhochzeit nach Norwegen, Silvesterraketen im Garten mit den Kindern. Das alles soll im Namen des sogenannten Klimaschutzes plötzlich moralisch verwerflich sein und bußpflichtig werden. Dass man im linken Establishment selbst gerne ins Flugzeug steigt, sich in Burma, das heißt übrigens Myanmar heute, Herr Kössler, auf den Gipfeln der Anden oder beim Eisessen aus dem Einwegbecher in Kalifornien fotografieren lässt und das auch noch stolz in Facebook oder in Instagram postet, das nenne ich eine verlogene Doppelmoral. Meine Damen und Herren, mit dieser Doppelmoral kann man vielleicht den von linken Lehrern und Medien umerzogenen Kids von Friday for Future kurzfristig etwas vormachen. Auf mittlere Sicht aber gilt, Lügen haben kurze Beine. Wir werden aufdecken, was für eine Bigotterie vor allem bei Grünen und Linken herrscht. Wo sind Sie übrigens hingeflogen in diesem Sommer, Herr Kössler? Das möchte ich gerne mal fragen. Wir werden es zu unserer besonderen Herzenssache machen, den sprichwörtlichen Wein zu zeigen, den die Grünen und roten Wasserprediger so gerne verstecken und für sich alleine haben wollen. Ich muss allerdings sagen, dass es unfair wäre, wenn ich hier nur die Senatsparteien kritisieren würde. Die CDU zum Beispiel kann den politisch missbrauchten Kindern von Friday for Future gar nicht schnell genug hinterherlaufen. Das ist nur noch peinlich. Lassen Sie uns mal einen Blick auf eine Untersuchung vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung werfen. Darin steht, dass 31% der aufgehetzten Schüler die Grünen wählen wollen, 7% die Linke, 3% die SPD und 2% die CDU. 2%. Und Ihre Bundeskanzlerin hat nichts Eiligeres zu tun, als die Schulschwänzer zu loben und zu beteuern, dass sie die substanzlosen und linksgesteuerten Proteste ganz furchtbar ernst nimmt. Ich sage, wer diese bewusst geschürten Ängste von Kindern wirklich ernst nimmt, der darf ihnen nicht nach dem Munde reden. Der muss aufklären und den Mut zur Wahrheit haben. Liebe CDU,
die vor 30 Jahren mal wählbar war. Warum laufen Sie jedem Modethema hinterher und ignorieren die Wünsche Ihrer eigenen Wähler? So wird das nichts mit der dringend erforderlichen Ablösung des Senats Müller II durch eine Mehrheit aller bürgerlichen Parteien. Meine Damen und Herren, ich sagte bereits eingangs, natürlich gibt es einen Klimawandel. Und zwar solange unser Planet besteht. Was aber fehlt, ist der belastbare Beweis, dass diese Veränderungen menschengemacht sind. Wie uns die Katastrophenszenarien staatlich finanzierter Wissenschaftler sowie ideologisch gefestigter Journalisten und Politiker weismachen wollen. Wir sind und bleiben kritisch. Gleichwohl wollen und können wir die Sorgen der Menschen nicht ignorieren. Dass diese Sorgen aus vorsätzlich geschürten Angstkampagnen entstanden sind, entbindet uns in der AfD-Fraktion nicht von der Pflicht, für die Umwelt Verantwortung zu übernehmen. Das tun wir längst in unserer Fraktion und mit großem Engagement durch Herrn Scholdisek. Für uns ist Umweltschutz auch Schutz der Heimat. Dazu zählt auch die Debatte um die illegale Einwanderung nach Europa. Um sie in den Griff zu bekommen, muss das Bevölkerungswachstum in Afrika und im Nahen Osten gestoppt werden. 82 Millionen Menschen mehr auf diesem Planeten Jahr für Jahr, das verträgt sich nicht mit dem Ziel sauberer Städte, plastikfreier Meere oder intakter Regenwälder. Verändert sich unser Klima, wie es schon früher der Fall war, dann brauchen wir keine Panik und keinen blinden Aktionismus, sondern zeitgerechte Lösungen. Wenn unsere Baummonokulturen Probleme haben, dann lasst uns mit dem Pflanzen neuer Mischwälder beginnen. Wenn die wachsende Stadt sich mehr aufheizt, dann lasst uns über neue Bauformen, Windschneisen, angepasste Arbeitszeiten und moderne Arbeitsbedingungen nachdenken. Ganz pragmatisch, ganz konkret, mit Vernunft, ohne Pathos, ohne Angst und ohne Krawall auf der Straße. Ich bin Optimist. Was immer das Klima an Herausforderungen mit sich bringt, wir werden es meistern. Unser Land ist noch gut aufgestellt. Und ich sage noch, weil die Regierungsparteien alles daran setzen, unsere Wirtschaft zu schwächen, gerade auch im Namen des Klimaschutzes. Wir haben das Fachwissen und bisher noch die wirtschaftliche Kraft, um Lösungen zu finden. Voraussetzung ist, dass wir darauf verzichten, wieder einmal die ganze Welt retten zu wollen und dass wir kühlen Kopf bewahren. Unser Auftrag ist es, Probleme hier zu lösen. Dafür wurden wir gewählt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke hat Herr Dr. Effler jetzt das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Die Nachrichten der letzten Zeit sind bedrückend. Ein Hitzerekord bricht den anderen, Trockenheit und Waldbrände nehmen zu und jetzt brennt auch noch der Amazonas. Und das ist leider nur ein Vorgeschmack auf das, was auf die Welt zukommt, wenn der menschengemachte Klimawandel so ungebremst weitergeht wie bisher. Schon bei einer Temperaturerhöhung um 2 Grad wird die Hälfte der Weltbevölkerung potenziell tödlichen Hitzewellen ausgesetzt sein. Jedes einzelne Grad Temperaturerhöhung bedeutet einen Ernterückgang von ungefähr 10% und das bei einer steigenden Weltbevölkerung mit katastrophalen Folgen für die Nahrungsmittelversorgung. Und für die sich vor allem für die Wirtschaft interessieren, auch die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels sind verheerend. Die weltweite Pro-Kopf-Produktion wird sich um 1/5 reduzieren. Das wäre ein stärkerer Rückgang als bei allen Weltwirtschaftskrisen der Menschheitsgeschichte. Herr Pazderski, über den menschengemachten Anteil des Klimawandels sind sich 99,9% der ernsthaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler völlig einig. Die einzigen, die das wirklich ernsthaft leugnen, sind einige wenige von der Öl- oder Gasindustrie finanzierte Thinktanks in den USA und in Deutschland. Und sie rennen einfach diesen Menschen hinterher. Das ist wirklich eine Schande. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Herrn Pazderski von der AfD zulassen. Nein.
Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Für uns als Linke ist Klimaschutz schon deswegen und auch schon länger ein zentrales Thema, weil wir eine internationalistische Partei sind. Klimaschutz und Klimawandel übersteigt nun mal nationalstaatliche Grenzen. Und wenn das Denken nur bis zum nationalen Gartenzaun reicht, dann wird man diese Herausforderungen nie verstehen und geschweige denn lösen können. Und das ist genau das Problem. Sie denken nur in nationalen Dimensionen. Das ist der Unterschied. Uns interessiert es, was in anderen Teilen der Welt passiert. Natürlich haben wir die Verantwortung, zunächst einmal für die Bundesrepublik Deutschland, für Berlin zu sorgen. Bei uns interessiert auch das, was in anderen Regionen der Welt passiert. Das ist ihnen völlig egal und da haben wir einen großen Unterschied. Deshalb, global denken, lokal handeln, das ist das richtige Motto für uns in Berlin. Wir sind als Rot-Rot-Grün eben schon lange vor den Fridays for Future-Protesten, die wir natürlich auch außerordentlich begrüßen, angetreten für eine ambitionierte Klimapolitik. Unser Maßstab ist das Pariser Klimaabkommen und wir haben vieles umgesetzt. Es ist einiges schon angesprochen worden, ich will das nicht alles wiederholen. Ich will aber auf einen Punkt doch noch mal hinweisen. Als eine der ersten Gesetzesänderungen in dieser Wahlperiode haben wir das Betriebegesetz geändert und die unsinnigen Beschränkungen der Geschäftstätigkeit der Berliner Stadtwerke abgeschafft. Wir haben das Stadtwerk mit 100 Millionen Euro Eigenkapital ausgestattet und es wirkt. Die Stadtwerke produzieren mittlerweile Ökostrom für 40.000 Haushalte. Und wenn noch Luft nach oben ist, sage ich ganz klar und denke, da spreche ich für die gesamte Koalition. Wir stehen ganz klar hinter den Berliner Stadtwerken. Wir werden auch weiterhin die Stadtwerke dabei unterstützen, einer der Treiber der Energiewende in Berlin zu sein. Und für uns als Linke ist das auch ein Beweis dafür, wir brauchen auch öffentliches Eigentum, wir brauchen öffentliche Unternehmen, um wesentliche gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Der Markt alleine wird viele Fragen einfach nicht lösen. Deswegen ist es wichtig, die Stadtwerke auf den Weg gebracht zu haben. Wir werden weitermachen, zum Beispiel bei den Energienetzen. Kohleausstieg. Wir sind das einzige Bundesland, das erste Bundesland, was den Kohleausstieg gesetzlich festgelegt hat. FDP zum Beispiel war dagegen. Wir haben das BEK beschlossen, den Nahverkehrsplan, das Mobilitätsgesetz und vieles mehr. Alles gut also bei unserer Klimapolitik? Noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch nicht auf dem Pfad zur Klimaneutralität. Wir sind noch nicht auf dem Pfad, unsere wirklich ambitionierten Ziele zu ersetzen. Deswegen hat meine Partei und meine Fraktion ein umfangreiches Forderungspaket vorgelegt. Und ich möchte Ihnen jetzt und habe die Ehre und die Freude, Ihnen die wichtigsten Vorschläge daraus vorzustellen. Wir wollen als erstes dem Vorbild zahlreicher anderer Parlamente und Kommunen folgen und die Bewältigung der Klimakrise politisch priorisieren. Dazu schlagen wir vor, dass das Abgeordnetenhaus die Klimanotlage ausruft und einen Klimavorbehalt einführt. Ein Klimavorbehalt bedeutet, dass bei allen Gesetzes- und Senatsvorlagen die Auswirkungen auf den Klimaschutz geprüft werden müssen. Wir wollen auch die Berliner Klimakrise verschärfen. Wir haben bisher Ziele, die nicht dem Pariser Klimaabkommen gerecht werden. Wir haben eine Zielvorgabe von 85% Reduzierung. Wir wollen sie erhöhen auf 95%. Und wir wollen damit schneller fertig werden als vor dem Jahr 2050. Das wird von uns erwartet, von großen Teilen der Zivilgesellschaft. Und wir müssen hier liefern. Allerdings, und das ist mir wichtig, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wir wollen hierzu mit dem Berliner Klimaschutzrat ins Gespräch kommen und eine Anpassung der Ziele noch in dieser Wahlperiode vornehmen. Drittens. Auch wir wollen eine gesetzliche Solarpflicht, allerdings nicht nur bei Neubauten. Warum eigentlich nicht bei Bestandsgebäuden, liebe grüne Fraktion? Verstehe ich nicht so ganz. Wenn wir wirklich die Solarenergie in der Breite ausrollen wollen, brauchen wir das möglichst bei vielen Gebäuden. Wir wollen auch ein Wärmegesetz, das zwei Dinge regeln soll. Zum einen nach dem Vorbild von Baden-Württemberg Vorgaben für erneuerbare Wärme. Und dann, und das fordert bisher, glaube ich, in Berlin noch niemand, aber ich finde, wir müssen daran, wir wollen auch die Fernwärme regulieren. 15% der CO2-Emissionen entstehen durch die Fernwärme. Und auch das ist ein Markenzeichen linker Klimapolitik. Wir legen uns auch mit den wirtschaftlich Mächtigen an. Wir können nicht immer alle Lasten nur auf Verbraucherinnen und Verbraucher, auf Autofahrerinnen und Autofahrer reduzieren. Wir müssen auch an die Großkonzerne und an die großen wirtschaftlichen Player hier in dieser Stadt ran. Und das werden wir auch tun. Voraussetzung für beide Vorhaben ist eine sozialverträgliche Ausgestaltung. Das ist für uns absolut zentral. Wir wollen natürlich vor allem bei der Frage der Umlagefähigkeit auf die Miete sehr, sehr aufpassen, was wir da möglicherweise Mieterinnen und Mietern zumuten und was wir nicht zumuten. Deswegen bietet es sich an, bei der Ausgestaltung, beim Wärmegesetz und bei der Solarpflicht, sich an die Regelung des geplanten Mietendeckelgesetzes anzulehnen. Wir wollen auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass wir hier mit Klimaschutz weiter für Verdrängung von Mieterinnen und Mietern sorgen. Verkehrspolitik ist absolut zentral. Ich bin dem Kollegen Buchholz sehr dankbar, dass er das vorhin so stark gemacht hat, auch das Thema Flughafen. Auch wir wollen natürlich den Flugverkehr zurückdrängen. Wir wollen auch keine Inlandsflüge mehr. Das können wir aber in Berlin nicht entscheiden. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu.
Ich würde mich auch freuen, wenn die Senatorinnen und Senatoren auf den einen oder anderen Flug vielleicht mal verzichten würden. Habe ich auch kein Problem mit. Wir wollen auch den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen und dafür den ÖPNV, den Fuß- und Radverkehr oder auch die geteilte Mobilität, auch in den Außenbezirken, massiv ausbauen. Busverkehrausbau, beschleunigter Straßenbahnausbau und natürlich die Behebung von diversen Verkehrsproblemen dieser Stadt ist für uns eine wichtige Priorität. Es wird aber nicht ausreichen, alleine nur auf das Angebot zu setzen. Wir wollen auch auf preisliche Maßnahmen setzen. Unsere Vision ist ein fahrscheinloser Nahverkehr, mit dem wir jetzt in dieser Wahlperiode anfangen wollen, die Grundlagen zu schaffen und dann hoffentlich in der nächsten Wahlperiode weiterkommen. Wir stehen jetzt nun unmittelbar vor Haushaltsverhandlungen und auch da wird es uns gut anstehen, weitere klimapolitische Schwerpunkte zu setzen. Wir haben folgenden Vorschlag für die Haushaltsberatungen. Wir wollen deutlich mehr Mittel bereitstellen für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, wie Polizei- und Feuerwehrwachen. Übrigens, Herr Freimarkt, die Stadtwerke modernisieren schon längst Polizeiwachen, das haben Sie noch nicht mitbekommen. Wir wollen aber noch mehr Geld bereitstellen für die Sanierung von Polizeigebäuden, von Kultureinrichtungen, von Hochschulen, von Verwaltungsgebäuden. Das ist klimapolitisch sinnvoll, weil es sich in relativ kurzer Zeit wieder in der Form von CO2-Einsparungen rechnet. Und es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil wir die Energiekosten senken und damit langfristig den Landeshaushalt entlasten. Jetzt noch ein bisschen was zum Mietendeckelgesetz. Keine Angst, nur ganz kurz. Wir werden natürlich beim Mietendeckel eine Regelung am Ende des Tages finden müssen, die es weiterhin ermöglicht, für die Mieterinnen und Mieter tragfähige energetische Sanierung zu ermöglichen. Natürlich werden wir das tun müssen. Was wir tun wollen, wir wollen in der Tat, das hatte Köstler gesagt, die Spreu vom Weizen trennen. Das Geschäftsmodell einiger, nicht aller Vermieter in Berlin, des Rausmodernisierens von Mieterinnen und Mietern mit energetischen Sanierungen, die teilweise keine oder nur begrenzten Effekt haben auf den Energieverbrauch, dem wollen wir in der Tat einen Riegel vorschieben, aber wir wollen natürlich keinen Verbot von Sanierung hier in Berlin haben. Wenn wir das hinkriegen, dann hat Berlin, glaube ich, von Rot-Rot-Grün ein großes Potenzial hier ausgeschöpft. Wir wollen Grünflächen und Bäume sichern, den Stadtentwicklungsplan Klima fortschreiben. Der FDP-Antrag zur Klimawandelfolgenanpassung ist eine gute Grundlage, über die wir in den Ausschüssen beraten werden. Und darüber hat noch niemand hier gesprochen, wir müssen auch über das Thema Ernährung reden. Der Ernährungssektor ist zu 20% verantwortlich für den Klimawandel, für Treibhausgasemissionen. Deswegen wollen wir mehr saisonale Lebensmittel, mehr regionale Lebensmittel, mehr Bio-Lebensmittel und auch mehr vegetarische und vegane Kost in unseren Mensen haben. Dafür treten wir auch ein. Zwei Dinge noch zum Schluss. Für uns als Bürgerrechtspartei ist eines noch sehr wichtig. Wir wollen diese ganzen Veränderungen nicht von oben verordnen, sondern wir wollen sie mit der Stadtgesellschaft zusammen besprechen und durchsetzen. Deswegen steht bei unserer Klimapolitik ein Maximum an Bürgerbeteiligung und demokratischer Mitbestimmung im Fokus. Letzter Punkt. Die Linke steht für ambitionierten Klimaschutz im Parlament und auf der Straße, zum Beispiel am 20. September beim Klimastreik. Unser Klimaschutz ist sozial gerecht, mit starkem öffentlichem Eigentum und Unternehmen verbunden und wir legen uns mit den wirtschaftlich Mächtigen an. Das alles ist nötig, damit es irgendwann zu Recht wirklich heißt, Berlin ist Klimahauptstadt. Vielen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat zuerst der Abgeordnete Hansel das Wort. Nein, ich sage jetzt zum Mietendeckel nichts, da kommt ja später noch was, da gibt es einen Antrag der Freien Demokraten, eine Priorität. Nein, es geht hier um die Hauptstadt Berlin und das Elend des Flughafens. Ich muss es ganz deutlich ansprechen. Sie haben beide gesagt, die Grünen und die Linken, Sie wollen den Flugverkehr einschränken. Nein, Sie wollen nicht, Sie müssen ihn einschränken, weil Sie gar keinen Flughafen haben, weil der Flughafen, der kommt, Herr Ströter, der wird zu klein sein. Ja? Und weil Sie sagen Bürgerrechtspartei, wir haben hier einen Volksentscheid für Tegel. Tegel muss erhalten bleiben. Wir brauchen für diese Hauptstadt, für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt ein Flughafensystem unter Einschluss von Tegel. Sie werden es erleben, der BR, wenn er denn kommt, wird zu klein sein. Der T2 wird nicht fertig. Ich war gerade auf der Baustelle, habe mir jetzt angeguckt. Der T2, der 6 Millionen Passagiere haben soll, damit man auf 40 Millionen kommt. Weil 40 Millionen werden abfliegen in 2021. Und dann habt ihr nur eine Kapazität von 32, 33. Das wird nicht reichen. Und darum müssen Sie Flughafen einschließen und sind nicht in der Lage, einen Flughafen zu bauen, wo man von Peking international nicht direkt nach Berlin fliegen kann, von Washington nach Berlin fliegen kann. Dieser Umweg über Frankfurt, das ist der Witz. Darum wollen Sie innerdeutsch streichen. Das können
können Sie gar nicht. Sie müssen Berlin ausbauen, damit wir Berlin international anfliegen können. Das ist die Aufgabe. Und in der Fernsicht 50, 60, 70 Millionen Menschen, die hierher kommen können. Und da habt ihr völlig versagt. Herr Kollege Dr. Effler, Sie können erwidern. Bitte schön. Ja, nur ganz kurz dazu. Ich stelle fest, das Parlament redet über Klimaschutz, die AfD redet über Tegel. Das finde ich schon peinlich. Das ist ein peinliches Ablenkungsmanöver. Wir haben hier die Aktuelle Stunde Klimahauptstadt Berlin. Ich habe von Ihnen, von Herrn Pazerski, keinen einzigen Vorschlag zur Ursachenbekämpfung gehört, was aber Konsequenz ist, weil Sie leugnen ja den menschengemachten Klimawandel. Insofern sind Sie konsistent geblieben. Aber Sie haben keinen einzigen Vorschlag zur Sie haben keinen einzigen Vorschlag zum Klimaschutz gemacht. Sie haben lediglich Vorschläge, passen Sie auf, zur Klimawandelfolgenanpassung gemacht. Das ist schon ein Unterschied. Der zweite Punkt ist auch wichtig, auch dazu habe ich gesprochen. Zum Klimaschutz kommt von Ihnen nichts, weil Sie leugnen ihn. Und das werden wir Ihnen immer wieder sagen. Sie sind in dieser Frage gesellschaftlich isoliert. Sie vertreten die Position einer radikalen Minderheit. Sie vertreten die Position einer radikalen Minderheit und Sie werden sich mit dieser irren Positionen, mit unwürdigen Aktionen, wie es Kollegen Scholtesek in dieser Gesellschaft, in dieser Frage und auch mit anderen Fragen nicht durchsetzen. Niemals. Letztens ganz kurz noch zu Tegel. Das ist mir wirklich wichtig, deswegen kurz zu Tegel. Wir haben hier keinen Volksentscheid ignoriert. Dieser Volksentscheid kann nicht umgesetzt werden, wie Sie ganz genau wissen und wie auch die Initiatoren von Anfang an wussten. Der Bund hat eine andere Position, Brandenburg hat eine andere Position. Deswegen ist eine Umsetzung des Volksentscheides nicht möglich. Für die FDP-Fraktion hat jetzt Herr Schmidt das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es war bei dieser Debatte schon ziemlich durchschaubar, warum Sie heute dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben. Es gibt genügend Ecken in dieser Stadt, wo es wirklich aktuell brennt. Sie setzen den Klimaschutz auf die Agenda, weil Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler Ihnen vorwerfen, dass Sie nur reden und nichts tun und Sie sich jetzt endlich vor denen auch noch mal rechtfertigen müssen und vor der Stadtgesellschaft. Die rot-rot-grüne Koalition regiert seit fast 3 Jahren. Sie haben Absichtserklärungen, Ankündigungen, Pläne gemacht, aber recht wenig Veränderungen in der Realität produziert. Und auch Herr Kössler hat heute auch wieder nur Versprechungen gemacht. Fakt ist, die CO2-Emissionen in Berlin liegen weit weg von den Zielen 2030. Nur etwas mehr als die Hälfte der Ziele ist erreicht. Was wir heute gesehen haben, ist rot-rot-grüne Klimapolitik. Das ist die Verbindung von Weltuntergangsrhetorik, wolkigen Versprechen, aber Null-Effekt. Und weil das inzwischen jeder merkt, deshalb haben Sie sich heute gegenseitig gelobt, das tut ja sonst keiner. Und wenn man sich Ihre Klimapolitik so anguckt, dann springt doch immer eins deutlich ins Auge. Wenn immer Grüne und Linke über Klimaschutz reden, dann fallen Ihnen natürlich zuerst Verbote, Restriktionen, Einschränkungen für das Leben der Menschen ein. Und auch im Vorfeld dieser Debatte heute gab es ja wieder einen bunten Strauß solcher abgefahrenen Ideen. So wollten die Grünen nur noch emissionsfreie Autos in die Innenstadt lassen, eine sehr unsoziale Maßnahme. Auch die Linke hat das ja Gott sei Dank gleich kommentiert. Außerhalb der grünen Prenzlberg-Klientel können sich nur wenige schnell mal einen neuen Tesla kaufen. Und die Linke möchte gerne Parkplätze für den Klimaschutz rationieren und systematisch immer weiter verknappen mit einer Parkplatzreduktionsquote. Also ähnlich wie Sie auch das Problem steigender Mieten angehen, nämlich durch bewusste Verschärfung einer sowieso schon bestehenden Knappheitssituation. Meine Damen und Herren, Berlin wird unter Rot-Rot-Grün nicht zur Klimahauptstadt, es wird zu einer Hauptstadt der Verbote und der Gängelung. Es gibt aber eine ganze Reihe Gebiete, wo tatsächlich auch was erreicht werden kann beim Klimaschutz, nämlich ganz besonders in den Handlungsfeldern Gebäude und Verkehr. Ich habe mich übrigens gewundert, dass heute auch in der Debatte so wenig Neues kam. Der Einzige, der konstruktiv was dazu beigetragen hat und was gesagt hat, war Herr Effler. Das nehme ich auch gleich nochmal auf. Im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich sind die größten Potenziale. Dort ist man auch am weitesten weg von den Klimazielen. Und für Gebäude gibt es ganz zwei wesentliche Hebel für Emissionssenkung, nämlich die energetische Sanierung im Bestand und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Wärme.
Deshalb freue ich mich, dass wenigstens Herr Effler über das Landeswärmegesetz geredet hat. Auch das ist ein Thema. Seit 3 Jahren steht es im Koalitionsvertrag. Und wir haben eigentlich eine ziemlich gute Ausgangslage. Vor 9 Jahren hat Frau Lomscher damals einen Versuch als Umweltsenatorin vor die Wand gefahren. Da gab es aber einen grundsätzlichen Konsens in der Stadt, der schon relativ weit war, wo viele Verbände, Parteien dabei waren, die Lösungen vorgelegt haben, wie man Sozialverträglichkeit, Technologieoffenheit, Wahlmöglichkeiten für Hauseigentümer und Unternehmer absichert. Und zwar, indem man langfristige Vorgaben für eine planbare, stufenweise Absenkung der Emissionen von Bestandsgebäuden macht und auch zum Einsatz erneuerbarer Wärme. Sozialverträglichkeit ist dabei aber ein ganz entscheidendes Thema, denn zu hochgesetzte Ziele bei der Sanierung bis hin zu dem, was im BEK steht, nämlich gezielter Gebäudeabriss und Neubau, das belastet die Mieter viel zu stark. Und das ist nicht sozialverträglich, genauso wenig wie es sozialverträglich ist, Menschen, die sich keine neuen Autos leisten können, vom Straßenverkehr auszuschließen. Und auf dem Konsens zur Gebäudesanierung von damals kann gehandelt werden. Nehmen Sie die Stadtgesellschaft mit, streiten Sie sich nicht nur, nehmen Sie den Konsens wieder auf. Statt alle Beteiligung zu überfordern, machen Sie ein Gesetz, das funktionieren kann für einen guten Klimaschutz. Was ist aber tatsächlich geschehen im Detail, wenn man sieht, was Rot-Rot-Grün macht? Herr Buchholz hat es erwähnt, Sie bauen neue Schulen und vergessen die Solaranlagen auf dem Dach. Sie schaffen es noch nicht mal, die eigenen Vorgaben im eigenen Handeln des Senats umzusetzen, und das ist wirklich schwach. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Effler zulassen. Ja, gerne. Dann halten wir die Redezeit an. Bitte schön, Herr Dr. Effler. Ups. Dankeschön, Herr Kollege. Darf ich in Ausführungen entnehmen, dass Sie also unsere Bemühungen um ein Wärmegesetz unterstützen? Wir sind bereit, konstruktiv bei diesen Bemühungen mitzuwirken, wie wir es auch beim letzten Versuch getan haben. Wir haben natürlich Grenzen. Ich habe gesagt, Sozialverträglichkeit, Finanzierbarkeit, das ist ein Bereich, in dem gehandelt werden muss. Und da können Sie darauf rechnen, dass wir dort konstruktiv bereit sind, mitzuarbeiten. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man als Opposition Gesetzentwürfe macht. Sie haben ja die Hunderte von Leuten in der Verwaltung an Ihrer Seite. Sie haben natürlich mehr Ressourcen. Ich komme zum Handlungsfeld Verkehr. Verkehr nimmt zu, die Emissionen sinken nicht. Aber was passiert unter dem Senat? Wie reagieren Sie? Sie kommen an mit Einfahrverbot, mit Durchfahrverbot, mit Parkplatzrationierung für die Autos, beim ÖPNV mit S-Bahn-Störungsbingo, mit Verzögerung bei der U-Bahn-Beschaffung, bei der Abschaltung ganzer Gebiete derzeit vom schienengebundenen ÖPNV. Besser wäre es doch, gute Angebote für eine selbstbestimmte, individuelle, komfortable und klimafreundliche Mobilität zu machen. Wir diskutieren das Thema ja heute noch mal bei der Priorität der CDU. Werde ich noch mehr dazu sagen. Aber kurz gesagt, es braucht bessere Angebote für Pendler, für die Pendler, die durchaus bereit wären, ihr Auto stehen zu lassen. Es braucht ein Konzept für den Lieferverkehr, das Fahrt- und Emissionen reduziert. Es braucht neue Verkehrskonzepte für die Neubaugebiete und für die Gebiete, die jetzt stark verdichtet werden. Aber auch hier wieder, was passiert dann so im Detail bei Rot-Rot-Grün? Die öffentliche Fahrzeugflotte, gerade die schönen Dienstwagen des Senats, sind noch lange nicht emissionsarm. Und der Sonderfahrdienst fährt behinderte Menschen mit Euro 5 Dieselfahrzeugen durch die Stadt. Das ist die Realität, und da helfen auch ein paar geförderte Lastenfahrräder nichts. Neben dem Klimaschutz haben wir heute auch bewusst noch mal das Thema Klimaanpassung auf die Tagesordnung gesetzt. Denn auch die Anpassung an den Klimawandel gehört zu einer Klimahauptstadt. Der Klimawandel ist da und macht sich bemerkbar. Und deshalb müssen auf ganz vielen verschiedenen Feldern viele Dinge angepackt werden, um darauf zu reagieren. Es gibt in Berlin erste Ansätze, auch im BEK. Es gibt aber eben auch viele Lücken. Und deshalb legen wir Ihnen als FDP-Fraktion heute einen Antrag zur verstärkten Klimaanpassung vor. Extremwettervorsorge, klimaangepasste Stadtentwicklung, angepasste Wasserwirtschaft, Anpassung der Gesundheitsvorsorge an neue Gesundheitsgefahren, Reaktion auf invasive Arten, Reaktion auf die Veränderung von Biotopen, das gehört alles dazu. Und vor allem wollen wir eine zentrale Stelle, an der diese vielen eng miteinander verflochtenen Handlungsfelder auch zusammengeführt werden. Im BEK sind erste Ansätze angegeben. Im Umsetzungsbericht zum BEK zeigt sich aber, dass das wenigste davon in Angriff genommen wurde. Wir brauchen da mehr Schub an dieser Stelle, damit trotz Klimawandel die Stadt lebenswert bleibt. Und dazu dient unser Antrag.
Und damit bin ich auch gleich beim BEK, das Herr Buchholz so gelobt hat als die große Maßnahme, die Sie in die Welt gesetzt haben. Das zeigt schon exemplarisch auf, warum Berlin eben noch lange keine Klimahauptstadt ist. Das BEK hat kein durchorganisiertes Management, obwohl es so komplex ist, dass es viele Maßnahmen und Felder abdeckt. Es gibt keine straffe Steuerung, es gibt keine besonders dafür geschaffene Lenkungsstruktur, das Monitoring ist nicht ausreichend, auch das kam in allen Anhörungen, und das BEK kommt kaum voran. Herr Buchholz hat gesagt, Sie haben 100 Millionen eingestellt, das ist wahr, Sie haben im ersten Jahr etwas mehr als ein Promille davon ausgegeben. Das liegt daran, dass Sie sich in Bürokratie verstricken. Soweit ich weiß, gibt es bisher erst zwei Förderrichtlinien. Und das BEK wird derzeit behandelt wie ein großer Geldtopf, in den jeder für alles Mögliche mal kurz reinlangen kann. Das ist kein Programm mit einem konkreten Maßnahmenportfolio. Und das ist eben typisch, wie Rot-Rot-Grün auch in anderen Bereichen agiert. Da wird Geld in den Haushalt eingestellt, da werden Konzepte auf dem Papier entwickelt, aber es wird eben nicht umgesetzt. Es braucht eben Führung, um umzusetzen, um Theorien und Absichten zur praktischen Durchführung zu bringen. Und wenn Konzepte trotz Finanzierung nicht umgesetzt werden, dann ist das Führungsversagen. Und zwar hier das Führungsversagen der zuständigen Umweltsenatorin Frau Günther. Der hohe Anspruch der Klimahauptstadt, der scheitert eben auch an dem dafür zuständigen Personal von Rot-Rot-Grün, meine Damen und Herren. Die beste Klimaschützerin ist nicht die, die die schwärzesten Visionen malt und die radikalsten Forderungen aufstellt. Die beste Klimaschützerin ist die, die die wirksamsten Maßnahmen umsetzt. Meine Damen und Herren, Fazit, das man ziehen kann, ist doch Klimaschutz à la Rot-Rot-Grün. Das ist ein bunter Strauß sich immer weiter überbietender Verbote. Klimaschutz à la Rot-Rot-Grün, das ist oft nicht sozialverträglich. Klimaschutz à la Rot-Rot-Grün, das ist viel zu oft Ankündigungspolitik mit Luftnummern. Und was wir heute gesehen haben, ist, dass Klimaschutz à la Rot-Rot-Grün auch Planetenrettungsrhetorik ist, für die keine konkreten Maßnahmen zur Umsetzung anstehen. Berlin ist weit entfernt von einer Klimahauptstadt. Und das ist eine Fehlleistung genau dieses Senats. Gut, dass wir es heute herausarbeiten könnten, weil Sie diese Aktuelle Stunde beantragt haben. Danke, dass Sie uns diese Debatte ermöglicht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Wir werden uns dafür einsetzen, dass mehr konkrete Maßnahmen umgesetzt werden und weniger wolkige Konzepte in den Raum gestellt werden. Und dazu ist auch der Senat verpflichtet. Das erwartet die Stadtgesellschaft im Klimaschutz von Ihnen. Und wo es konstruktiv wird, sind wir bereit, Sie dabei zu unterstützen. Vielen Dank. Für eine Zwischenbemerkung hat jetzt Abgeordneter Köstler das Wort. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Schmidt, ich schätze Sie sehr. Den Vorwurf, hier nur Versprechungen zu machen, da muss ich doch in Erinnerung, die Reden sind hier lang, 10 Minuten, da muss man vielleicht auch mal rausgehen auf Toilette, alles menschlich. Da will ich Ihnen noch mal in Erinnerung rufen, dass ich ja schon sehr wohl aufgezählt habe, was in dieser Stadt schon läuft. Sei es das BEK, das haben Sie ja am Ende auch festgestellt, dass wir die Stadtnatur stärken, Stadtwerk. Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass wir nichts machen. Was ich mir vorwerfen lasse, ist, dass es nicht schnell genug geht. Dann will ich aber auch Vorschläge hören, wie wir dort mehr Tempo machen. Mehr Tempo kriegen wir nicht, indem wir noch ein Konzept, unabhängig davon, ob es Sinn macht, schreiben. Mehr Tempo kriegen wir, indem wir die Maßnahmen anschärfen und vielleicht auch neu erlassen. Da kein Vorschlag von Ihnen. Wir haben gesagt, lassen Sie uns über eine Solarpflicht sprechen. Lassen Sie uns über ein ER-Wärme-G sprechen. Bin froh, dass Sie da mitmachen wollen. Wir haben gesagt, ein Aus für Verbrennungsmotoren 2030. Jetzt schon debattieren, damit sozial gerecht ist. Auch dazu kein Wort von Ihnen. Liebe Opposition, Sie wollen regierungsfähig sein. Dann kommen Sie aus dem Klein-Klein, das schätze ich ja an Ihnen. Sie denken, was der Bürger vor Ort mit seinem Parkplatz denkt, das haben Sie im Blick, das können Sie. Aber versuchen Sie bitte auch mal groß zu denken. Das habe ich in all Ihren Reden verpasst. Und immer nur das Wort Verbot rauszuhören, als ob Sie, wenn wir die Verbote aus all unseren Texten rausstreichen würden, würden Sie dann zustimmen? Gegenfrage? Ich glaube nicht. Ich wollte aber eigentlich noch was sagen zu dem Antrag von der FDP, hier Maßnahmen zur Klimaanpassung, Ausweitung verstärken, weil ich froh bin, dass doch ein Teil der Opposition wenigstens etwas Konkretes hier vorgesetzt hat. Leider machen Sie genau das, was Sie uns vorwerfen. Sie wollen hier weiteres Papier beschreiben. Die Maßnahmen sind im BEK. Sagen Sie, wie wir sie umsetzen. Beantragen Sie im Haushalt, dass mehr Geld eingestellt wird für mehr Bäume, für und so weiter und so fort. Aber sagen Sie uns bitte nicht, beschreibt jetzt noch ein Papier.
Und ganz zum Ende, Sie verlangen mehr Steuerung beim Klimaschutz. Genau das, vielleicht haben Sie es nicht gehört, genau das haben wir als Grüne vorgeschlagen. Lassen Sie uns jetzt hier debattieren, wie wir das mehr hinkriegen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Klimavorbehalt diskutieren, dass man bei großen Maßnahmen sagt, okay, gibt es Auswirkungen auf Klimaschutz? Lassen Sie uns debattieren, ob es dann auch harte Gegenmaßnahmen gibt oder ob das nur transparent gemacht wird. Wir wollen ein CO2-Budget, wir wollen jährliche Werte für alle Ressorts, die man überprüfen kann. Das sind relativ harte Vorschläge. Und da habe ich nichts von Ihnen gehört. Ich hoffe, dass Sie im Anschluss an der Debatte sich das nochmal angucken und wir das dann inhaltlich debattieren können. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Wild gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung. Ach so, Herr Schmidt, Entschuldigung, selbstverständlich, Sie haben noch mal die Gelegenheit zu erwidern. Danke, Herr Präsident, Herr Kollege Kössler. Ich fange mal bei Ihrem letzten Punkt an. Das, was Sie da genannt haben, zusätzliche Vorbehalte, zusätzliche Budgets, das verzögert ja Maßnahmen. Da werden weitere Prüfungen gemacht, da wird weitere Bürokratie draufgesetzt. Der Punkt, den ich angesprochen habe, ist, Sie müssen irgendwo mal ein System haben, bei dem Sie dann auch nachhalten können, was tatsächlich erreicht wird. Und das BEK ist eben so ein Beispiel, da gibt es massenweise Maßnahmen und Sie lehnen es ab, dort einen Monitoring-Mechanismus zu machen, wo man sagt, wie viel von dem Ziel ist denn insgesamt durch die jeweils erfolgten Maßnahmen tatsächlich erreicht. Und das ist eine sehr konkrete Sache. Ich finde es auch lustig, dass Sie uns vorwerfen, dass wir sehr konkret sind. Wir sind da stolz drauf. Wir reden eben nicht nur über die Rettung des Planeten, sondern wir reden darüber, was in Berlin getan werden kann. Und da sind wir eben mit sehr vielen konkreten Maßnahmen dabei. Und bei dem, was Sie genannt haben zum BEK, habe ich Ihnen was gesagt. Ich glaube, dass das BEK eben, das wird ja auch von anderen vorgeworfen, eben wenig umsetzbar ist und auch komische Sachen damit gemacht werden. Ich habe auch gesagt, wie schlecht Sie sind dabei, tatsächlich Geld auszugeben. 1 Promille. Ja. Beim Stadtwerk, das Stadtwerk hat keinen Klimaschutzeffekt. Das Stadtwerk hat ein paar tausend Kunden. Das Stadtwerk macht Dinge, die hunderte von anderen im Markt machen. Das ist wirklich nicht die große Leistung. Es gibt einen Bereich, wo tatsächlich was passiert ist, das ist beim Regenwassermanagement. Das ist, finde ich, auch gut. Was da passiert, muss man schon sagen. Beim Wärmegesetz, ich habe gesagt, wir sind dabei, darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, es ist schon kritisch, das sozialverträglich zu machen. Und Sie, Herr Kössler, haben ja so ein bisschen in Ihrer Rede so in so einem Nebensatz gesagt, für die Rettung des Planeten muss man sich nicht so sehr um die Sozialverträglichkeit kümmern. Das ist eben genau das, was, oder so kam es zumindest rüber. Und das ist auch eben das, was viele Grüne immer so sagen, dass immer wieder gesagt wird, angesichts der Rettung des Planeten sind ja alle anderen Dinge nicht mehr so wichtig. Und aus dieser Diskussion sollte da wirklich rausgehen, weil es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Menschen, die sozial belastet werden, die das nicht leisten können. Es gibt Dinge, die man sich wirtschaftlich leisten muss. Und es gibt auch nur Dinge, die das Land gesetzlich umsetzen kann. Und in diesen Konflikten muss man sich eben dann auch bewegen. Wie gesagt, wir sind weiter bereit, Ihnen konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Wir sind bereit, bei einem Landeswärmegesetz mitzuwirken. Aber bitte nicht noch zusätzliche Mechanismen von zusätzlichen Auflagen, wo wieder zusätzlich was bewertet wird, draufsetzen. Das bringt nichts für den Klimaschutz. So, jetzt hat gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung der fraktionslose Abgeordnete Wild das Wort. Die Redezeit beträgt bis zu 3 Minuten. Herr Wild, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Sommer 2019 war sehr heiß. Manche Zeitgenossen, auch von den verehrten hier versammelten Volksvertretern, haben, so ist mein Eindruck, es verabsäumt, Abkühlung in einer der städtischen Badeanstalten zu suchen. Stattdessen wollen sie mit ihren politischen Aktivitäten das Weltklima retten. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, mit welchem Anteil an dem menschengemachten Klimawandel Deutschland und hier insbesondere Berlin beteiligt sind? Ich werde es Ihnen verraten, wir bewegen uns im Promillebereich. Aber davon abgesehen, Berlin ist ja schon Klimahauptstadt. Linke, Grüne und Teile der SPD haben, wenn auch letztendlich vergeblich, versucht, den Bauabschnitt 16 der A100 zu torpedieren. Das hat gewiss Frösche, Lurche und Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe gefreut. Da fahren noch keine Autos mit bösen Verbrennermotoren.
Der Flughafen BER wird nicht fertig. Er verursacht daher keine schädlichen CO2-Ausdünstungen. Und Frau Genossin Katrin Lomscher erwirbt sich große Verdienste um die CO2-Reduzierung, da sie, anders als es ihr Amtstitel sagt, statt zu bauen, eben nicht baut, bekommt sie bestimmt demnächst den Verdienstorden am Bande verliehen von Greta Thunberg. Frau Lomscher, lassen Sie mich, wenn es soweit ist, in der Schar der Gratulanten der Erste sein. Dankeschön. Für den Senat spricht jetzt Frau Senatorin Günther. Bitte schön, Frau Senatorin. So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Niemand kann sagen, sie oder er hätte es nicht gewusst. Seit nunmehr 30 Jahren sagt uns die Wissenschaft, dass wir Menschen, und so ist es, vor allem durch die Verbrennung von fossilen Energien das Klima massiv verändern und das mit verheerenden, weitreichenden Folgen. In Berlin ist, wir haben es heute mehrfach gehört, die Klimakrise, ich sage mal seit rund 2 Jahren, unübersehbar und sie ist für jeden Einzelnen fühlbar. Die Geschwindigkeit des Wandels, wie wir ihn jetzt sehen, ist eigentlich ohne Vorläufer. In keiner Zeit hat sich das Klima so schnell verändert wie in den letzten Jahren. Wir haben diese ganzen Zeitreihen, Herr Paciarski. Es gibt den IPCC und da sieht man die Zeitreihen und deshalb wissen wir das. Da sind einerseits die drückenden Hitzesommer, die gerade in dicht bebauten Großstädten wie Berlin fühlbar sind. Sie setzen den Menschen zu, das ist zumindest das, was wir sehen. Sie zerstören die Infrastruktur, aber auch lassen sie die Stadtbäume sterben und der Stadtwald ist hitzegestresst. Und wir sehen natürlich gleichzeitig die Starkregenereignisse. Die Keller laufen zu, die Straßen sind überschwemmt, die Kanalisation läuft über und in der Folge sind unsere Seen und Flüsse verschmutzt. Die Häufigkeit und Intensität, in der diese Ereignisse auftreten, lassen keinen anderen Schluss zu. Die Klimakrise ist auch in Berlin angekommen und sie ist aber erst in den Vorstadien. Die volle Wucht werden wir erst in den nächsten Jahren sehen. Wir haben aber auch schon gehört, wir sehen die brennenden Wälder in Sibirien, in Alaska, im Amazonas und wir sehen, dass in Island ein riesiger Gletscher zu einer kleinen Eisfläche geworden ist. Und wer ist verantwortlich für diesen Prozess? Ich sage es mal, wir sind verantwortlich. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie und ich, meistens Menschen um die 50. Keine Generation vor uns hat die Erde insgesamt so zerstört, wie wir das, wie unsere Generation das getan hat. Keine Generation vor uns hat solche Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre entlassen. Keine Generation vor uns ist so verantwortungslos mit der Erde umgegangen und hinterlässt ihren Kindern eigentlich einen zerstörten Planeten. In nur 50 Jahren haben wir unwiederbringlich uns das genommen, was über viele Millionen Jahre gewachsen ist. Und die nachfolgenden Generationen sind einfach nicht mehr bereit, unserem Treiben zuzuschauen, sondern sie fordern einen radikalen Kurswechsel. Und das ist ihr gutes Recht. Ja, wir müssen handeln. Ja, wir müssen schnell handeln, weil Deutschland maßgeblich zum Klimawandel beigetragen hat.
Wir müssen handeln, weil wir ein reiches Land sind und ökonomisch die Möglichkeiten haben, die Lösungen zu entwickeln und zu verbreitern. Deutschland, ja, Deutschland ist der siebtgrößte Emittent der ganzen Welt. Und wie wollen wir 185 Länder dazu bringen, zu handeln, wenn wir es als siebtgrößter Emittent nicht tun? Das ist verwerflich, was Sie vor. Deshalb, Klimaschutz kann nur gelingen, wenn wir einen umfassenden Ansatz wählen und uns eben nicht im Klein-Klein verlieren, obwohl Technik eine maßgebliche Rolle spielt. Und hier haben wir zwei Handlungsansätze oder zwei Handlungsstränge. Das eine ist der Klimaschutz, sprich schnellstmöglich Emissionen runter. Und dabei gilt es vor allem, die klimafreundlichen und nachhaltigen Technologien den Weg zu bahnen. Ich meine, hier sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Es gilt, die alten klimaschädlichen Anlagen, Fahrzeuge und die Infrastrukturen aktiv aus dem Markt zu drängen. Hier ist leider in den letzten Jahren zu wenig passiert. Und es gilt, alle Infrastrukturen in der Stadt, vom Verkehr über Strom, über Gas, über Fernwärmenetze, an die neuen Bedingungen anzupassen. Und wir müssen Ladeinfrastruktur aufbauen. Und der zweite Handlungsstrang, ich finde es ganz typisch, dass es in dieser Debatte heute kaum eine Rolle gespielt hat. Aber er wird die Diskussionen der nächsten Jahre prägen. Das ist, wie können wir als Berlin uns an die nicht mehr verhinderbaren Folgen des Klimawandels anpassen. Richtig ist aber auch, wenn wir nicht mindern, nützen alle Aktivitäten nichts. An einen ungebremsten Klimawandel können wir uns nicht anpassen. Das ist ausgeschlossen. Und deshalb geht es um eine fundamentale Umgestaltung unserer Wirtschaftsweise. Und das in kürzester Zeit. Denn bis Mitte des nächsten Jahrhunderts muss die Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gelungen sein. Lassen Sie mich aber noch einen Satz oder zwei Sätze sagen zu, wie das geschehen soll. Wir müssen vor allem die notwendigen Übergänge so gestalten, dass unsere Demokratie nicht auf der Strecke bleibt. Wir müssen dafür sorgen, dass Mitbestimmung und Beteiligung gewährleistet bleiben. Denn, und das ist meine feste Überzeugung, nur eine wirklich robuste und umfassende Transformation unserer Volkswirtschaft wird nur möglich sein, wenn sie auf einem festen demokratischen Fundament vollzogen wird. Nur dann werden andere Nachahmer sein. Unser Ziel ist, eine Modellstadt zu werden, die Vorbild für eine gelungene Umgestaltung ist. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Blick auf die genannten Strategien lassen Sie mich die wichtigsten Aktivitäten und Ziele des Senats etwas näher beschreiben, denn es wurde ja immer gesagt, eigentlich ist noch gar nichts passiert. Das wundert mich denn nun schon, weil wir unfassbar viel auf den Weg gebracht haben. Letztlich geht es um drei Sektoren. Es geht um den Verkehrssektor, es geht um den Kraftwerkssektor und es geht um den Gebäudesektor. Im Verkehr arbeiten wir an einer vollkommen neuen Verkehrsinfrastruktur für die nächsten Dekaden. Das heißt, wir brauchen einen umfassenden Ausbau des ÖPNV mit einer neuen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Für mich ist der ÖPNV das Rückgrat des Berliner Verkehrs, und zwar in den Außenbezirken als auch in der Innenstadt. Und bis 2030 soll der ÖPNV elektrifiziert sein. Wir werden da 28 Milliarden in den kommenden 15 Jahren investieren, und das ist das Minimum. Wir fassen aber nicht nur Berlin in den Blick. Wir nehmen die gesamte Metropolregion in den Blick und wir haben dazu Projekte aufgesetzt, die zukünftig Berlin und Brandenburg viel besser vernetzen.
Wir werden schnellstmöglich uns vom fossilen Verbrennungsmotor verabschieden müssen. Wir werden eine Neuverteilung der Nutzungsrechte im öffentlichen Raum brauchen. Das heißt beispielsweise, kostenloses Parken wird der Vergangenheit angehören. Und wir brauchen einen massiven Ausbau der Mikro- und Shared Mobility. All diese Elemente zusammengedacht müssen ein Ganzes geben, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Es ist Infrastruktur. Deshalb ist es nicht lauter, Herr Schmidt, wenn Sie sagen, es ist nichts passiert. Wir haben viele Hebel umgelegt, aber Infrastruktur braucht Zeit. Es geht nicht von heute und auf morgen. Es ist reiner Populismus, wenn dieser Vorwurf kommt. Die Verkehrswende soll natürlich auch junge Menschen mitnehmen. Sie soll attraktiv sein und sie soll sozial verträglich sein. Ja, deshalb haben wir ein kostenloses Schülerinnen-Ticket, deshalb haben wir ein Azubi-Ticket, deshalb haben wir ein besseres Job-Ticket und deshalb haben wir das Sozial-Ticket um ein Viertel gekürzt bzw. verbilligt, schon im Jahr 2017. Und so sieht soziale neue Verkehrspolitik aus. Das zweite große Handlungsfeld ist natürlich der Gebäudesektor. Aber hier müssen wir auch ehrlich sein. Viele Impulse müssen da vom Bund kommen. Da brauchen wir umfassende Rahmendaten. Aber auch wir als Land können was machen. Deshalb ist es auch uns ein Anliegen, dass der Mietendeckel so gestaltet wird, dass natürlich mehr modernisiert wird. Aber auch danach müssen sich die Mieterinnen und Mieter die Wohnung noch leisten können. Ansonsten haben wir nicht viel gewonnen. Und eines unserer größten klimapolitischen Projekte ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Bis Ende des Jahres wird das Konzept, was wir mit Vattenfall erarbeitet haben, vorliegen. Und dann werden wir Berlin energiepolitisch auf ganz andere Füße stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu dem letzten Punkt kommen, Klimaanpassung. Es ist etwas, was immer, wenn wir über Klimaschutz reden, in den Hintergrund gedrängt ist. Aber Sie werden verstehen, in den nächsten Jahren werden wir uns damit mit einer Intensität beschäftigen, die nicht gekannt ist. Denn wie alle Städte weltweit stehen wir da erst am Anfang. Das sage ich ganz offen. Wir stehen da am Anfang, weil es Projekte unterschiedlichster Natur sind. Das ist einerseits, was machen wir mit dem Regenwasser, der sturzartig über uns kommt? Was machen wir mit der Hitze? Was machen wir mit den Bäumen? Wir haben ein Pilotprojekt laufen. Welche Stadtnatur brauchen wir denn? Die Bäume, die wir in der Stadt haben, sind doch gar nicht so hitzeresistent. Wir müssen sehr wahrscheinlich die ganze Stadtnatur umgestalten. Was glauben Sie, was das für ein Projekt ist für die Zukunft? Und da müssen wir uns alle damit beschäftigen. Das ist was, was die ganze Stadtgesellschaft, glaube ich, zukünftig in einer Intensität beschäftigt, die Sie sich bis heute nicht vorstellen können. Meine Damen und Herren, der Handlungsdruck ist immens, auch weil in den vergangenen Dekaden nicht nur in Berlin viel zu wenig passiert ist. Berlin soll Klimahauptstadt werden, das heißt Modellstadt für den Klimaschutz als auch für die Klimaanpassung. Bis spätestens 2050 soll Berlin klimaneutral sein. Das heißt, wir haben eine fundamental andere Basis für unser Wirtschaften und sehr wahrscheinlich auch für viele Lebensweisen. Es wird eine andere Stadt sein. Berlins Beitrag zum Klimaschutz misst sich deshalb daran, wie schnell wir die Emissionen vermindern und ob wir unseren Wohlstand dabei sichern können, ob wir einen sozialen Ausgleich möglich machen und wie dann das Leben lebenswert ist in einer Millionenmetropole. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden und wir kommen zur weiteren Behandlung des Antrages. Empfohlen wird die Überweisung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/1849, federführend an den Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz und mitberatend an den Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie an den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. So, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass solche Kundgebungen hier nicht erlaubt sind. Ich bitte die Ordnungskräfte, das zu unterbinden. Und die Beteiligten bitte ich, ordne ich an, dass Sie jetzt die Besuchertribüne verlassen.